Hallo, ich bin Florin Kiemann und heute erzähle ich euch etwas über eines meiner Lieblingspferde und das ist Dr. Chivago. Ich nenne Dr. Chivago immer Mini. Er glaubt nämlich, er ist eine kleine Babykatze. Das bin ich fest von überzeugt, weil er immer kuscheln will und auf den Arm möchte. Dieses Jahr war er das erste Mal U25-Europameisterschaft und ich fand das so super, weil Junioren und junge Reiter gab es das vorher ja auch schon. Und da war ich auch total stolz, dass ich dort schon dran teilnehmen konnte. Und dieses Jahr war es wirklich super toll für mich. Ich kann eigentlich immer sehr gut meine Nerven beisammen halten, habe eine Nervenstärke. Mini ging aber schon auf dem Abreiteplatz super am ersten Tag und ich wusste, dass wir das schaffen als allererste Starter. Wir hatten in den Prüfungen vorher in Balve und Wiesbaden hatten wir immer kleine Fehler in der Galopptour. Und diesmal hat wirklich alles perfekt geklappt. Und meine Mama hat vorher nämlich geträumt, dass ich 71,5% habe. Und dann hat sie sich natürlich noch mehr gefreut, dass es noch mehr Prozente waren. Ja, dann sind wir ja als Team Europameister geworden. Und das war wirklich unfassbar schön, aufs Treppchen zu steigen mit den anderen dreien und sich bejubeln zu lassen. Das war schon toll. Und die Nationalhymne zu hören. War ein schönes Gefühl. Ich habe halt gemerkt, wie alle so stolz waren und ich hatte auch Gänsehaut, weil mir wurde die Fahne gehisst und es war super. Dann bin ich ganz gelassen in die Einzelwertung geritten und ich war relativ am Schluss und dann habe ich aber gemerkt, es hat wirklich alles super geklappt und dann bin ich rausgeritten und habe gehört, dass ich 73% hatte und bislang war ich dann auf dem zweiten Platz und dabei ist es dann auch geblieben. Und dann eine Silbermedaille zu gewinnen, das war wirklich super. Für mich war es auch so wichtig, weil im letzten Jahr, da hatten Mini und ich noch ein paar Schwierigkeiten und da gab es auch einige kritische Stimmen ihm gegenüber. Und ja, dass er nicht das perfekte Grand Prix-Pferd sei. Und ich dachte aber, und mein Trainer, wir haben alle gesagt, das klappt schon und wir brauchen halt ein bisschen Zeit. Und dass er dann wirklich auch seine Leistung so toll gezeigt hat auf dem Turnier, da hätte, glaube ich, keiner mit gerechnet. Und ich auch nicht, dass es so gut wird. Und wir waren aber beide ganz entspannt und ich glaube, das war auch ein großer Vorteil. Mir haben sofort total viele geschrieben und mich angerufen, dass sie sich so freuen, dass Mini und ich jetzt so gut waren, weil es einfach keiner geglaubt hat oder es erwartet hat. Und das hat mich umso mehr gefreut, dass dann für viele Leute mir geschrieben und mich angerufen haben. Das macht dann auch umso mehr Spaß. Ja, ich fand es jetzt total wichtig, halt einmal zu zeigen, dass wir die Leistung bringen können und auch die Qualität haben. Und dass halt die Zweifel auch einfach der Trainer, der von mir auch, dass sie einfach ausgeräumt wurden. Jetzt habe ich euch etwas über Mini erzählt und beim nächsten Mal erzähle ich euch etwas über meinen Weg.